Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute ein geräuchertes Tree-Tip-Steak vom Pellet Grill und wenn du wissen möchtest, wie man das macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und sollst du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann klick doch gerne unten auf Abonnieren und abonnier den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Das heutige Video, das wird mit freundlicher Unterstützung unterstützt von freudeamgrillen.de. Und während der Grill vorheizt, legen wir direkt mal los. Und da gibt's natürlich jetzt ein bisschen was zu tun. Als erstes habe ich hier so ein Tree-Tip-Steak oder ein Bürgermeisterstück. Und da musst du einfach nichts weiter tun, als mit einem scharfen Messer oben das einmal ein bisschen einritzen. Und wenn du das gemacht hast, dann kann es schon ans Würzen gehen. Ich habe mich jetzt für das Rumshine Reggae von Rock'n'Rubs entschieden. Rock'n'Rubs, das ist ein Rub vom Marco Greulich, seinerzeit Barbecue-Weltmeister. Und der hat mir ein paar Rubs zur Verfügung gestellt. Und da dachte ich mir, probierst du das doch einfach mal aus. Das Steak, beziehungsweise das Stück Fleisch, weil im Großen und Ganzen ist es ja schon fast ein Braten, wird jetzt von allen Seiten wirklich ordentlich gewürzt und dann steckst ein Thermometerchen rein und jetzt kann's auch schon auf den Grill gehen. Das genaue Rezept, das findest du wie immer am Ende vom Video. Jetzt also deinen Grill auf indirekte Hitze vorbereiten, das Steak drauflegen, dann den Deckel schließen und einfach abwarten, bis du 2 Grad vor der Kerntemperatur bist. Und wenn du eben diese 2 Grad vor der Kerntemperatur bist, dann kannst du den Deckel öffnen und kannst das Stück Fleisch mit etwas Barbecue-Soße bepinseln. Da kannst du entweder eine süße Barbecue-Soße nehmen oder du nimmst eine eher essiglastige. Mach einfach, was dir schmeckt. Wichtig ist, dass die Barbecue-Soße noch eben Zeit hat, ein bisschen warm zu werden und so ein bisschen antrocknet. Und während das Ganze passiert, kannst du auch schon das Sandwich vorbereiten. Ich habe mich jetzt für so eine Habanero-Aioli entschieden und da kommt dann ein bisschen Angebersalat drauf. Du weißt, mit so einem bunten Salat sieht das alles immer ein bisschen besser aus. Deswegen scheu dich nicht im Supermarkt, auch mal ein bisschen bunten, verschiedenen Salat zu kaufen. Das Auge isst ja schließlich mit. Und dann nimmst du einfach das Steak vom Grill runter, nimmst das Kerntemperaturthermometer raus und schneidest es auf. Und du siehst, da, das tropft wie ein Kieslaster, das Ding, sag ich mal so gerne. Und es ist wirklich super saftig, unglaublich lecker. Man hat ein schönes Raucharoma da dran. Und du kannst das Steak natürlich auch, wenn es jetzt nicht auf einem Sandwich verwurstest, zum Beispiel mit Pommes oder mit Kartoffeln oder wie auch immer essen. Probier es auf jeden Fall mal aus. Ist wirklich super lecker. Bei unserem Sandwich haben wir jetzt das Fleisch draufgegeben. Und um dann so eine zusätzliche süße Note drauf zu bekommen, habe ich mich für so ein paar Preiselbärchen entschieden. Die kommen mit oben drauf, ehe wir das Ganze, und ja, du hast natürlich drauf gewartet, mit ein paar Zwiebelwürfeln toppen. Und jetzt kannst du dir das Ganze schmecken lassen. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze nachzumachen. Das ist super simpel, aber unfassbar lecker. Und wenn du noch weitere einfache Rezepte rund um den Grill suchst, dann kann ich dir unser Buch Die Wahrheit liegt auf dem Grill empfehlen. Da findest du 45 Rezepte in unter 45 Minuten. Jetzt bekommst du noch das Rezept und dann würde ich mich wie immer freuen, wenn du das Video teilst und verbreitest, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du das Video kommentierst und an dieser Stelle danke an alle, die den Kanal unterstützen und die hier dabei bleiben. In diesem Sinne, ich freue mich schon aufs nächste Video, wir sehen uns, macht es gut, tschüss!